Currywurst. Kultklassiker für Fastfood-Fans. Existenzversicherung für Budenbetreiber. 60 Cent bleiben dann. Ist also gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Nee, es funktioniert tatsächlich auch nur, wenn man wirklich die Masse hat. Sparen Fertigprodukthersteller für den maximalen Gewinn deshalb an der Wurst? 51,6. Und 55 haben sie versprochen. Das ist fast eine Wurstscheibe. Ja, finde ich jetzt nicht so toll. Schade. Industrie- und Imbissbesitzer setzen auf den Currykult, denn der Geschmack weckt Sehnsüchte. Also wenn ich aus der Wüste komme, dann würde ich alles dafür tun wahrscheinlich. Was die Currywurst kostet und was in ihr steckt, Sven Kroll rechnet es aus. Hier, ob Bratwurst, Carpaccio oder der Kraftriegel des Facharbeiters. Es gibt ja viele Bezeichnungen für die Currywurst und die ist ja in Deutschland unfassbar beliebt. Dieser Trend scheint auch nicht wegzugehen. Wir essen davon 800 Millionen Stück im Jahr. Ja, und was hält man von Convenience-Produkten? Da gibt es ja auch so einige von. Die kann man aus der Tiefkühltruhe mitnehmen oder aus dem Kühlregal. All das klären wir jetzt. Und natürlich auch, was eine richtig gute Currywurst ausmacht. Jetzt bei ausgerechnet Currywurst. Mahlzeit! Die Currywurst, Deutschlands Fastfood-Erfindung, ist seit mehr als 70 Jahren Kult- und Kassenschlager an den Imbissbuden der Republik. Herbert Grönemeyer hat ihr ein Lied gewidmet, die Deutsche Post eine Briefmarke. Und für Altkanzler Gerhard Schröder ist sie der Kraftriegel des Facharbeiters. Ob am Imbiss, als Fertigprodukt oder aus frischen Zutaten selbst kreiert, die Currywurst hat sich zum deutschen Kulturgut gemausert und ist eines der beliebtesten Imbissgerichte. Doch was steckt in der Currywurst und wie viel Geld lässt sich mit dem Currykult noch machen? Mal ganz ehrlich, die Currywurst, die gibt's ja schon lange nicht mehr nur noch auf dem Pika. Unterschiedlichste Produkte haben mittlerweile den Currywurstgeschmack. Die Chipstüte, hier als Fertiggericht, Soße, der Geschmack ist mittlerweile in vielen Produkten zu finden. Aber wie weit geht sie, die Currywurstliebe? Sie haben sich eine Currywurst bestellt? Ja. Essen Sie häufiger mal eine? Alle zwei Wochen vielleicht. Aber schon Currywurst-Fan? Ja. Wie oft kommt die bei Ihnen so auf die Platte? Jetzt in der Sommerzeit wird schon zwischendurch gegrillt und da gehört die Currywurst auch dazu. Ihr seid ja relativ jung. Ist eine Currywurst bei euch in der Generation out? Nö, eigentlich nicht. Was macht denn für Sie so eine richtig gute Currywurst aus? Die Soße ist das A und O. Ich mag die gerne, wenn sie fruchtig ist, scharf. Das heißt, so ein Fertigprodukt kommt die wahrscheinlich dann nicht ins Haus? Oder? Ich muss kein Fertigprodukt haben. Ist das was für Sie? Nö. Das eine habe ich in meinem Leben noch nie gegessen. Das hier? Nee, noch nie. Mein kulinarisches Herz geht bei ganz anderen Sachen auf. Das andere habe ich schon seltenst mal gegessen. Das hier? Seltenst. Schmeckt so was? 3 Minuten aus dem Pott? Geht so. Ist ja jetzt nicht so unbedingt das gesündeste Lebensmittel. Nee, so sieht es aus. Deswegen isst man sie selbst. Was wären Sie bereit für eine Currywurst zu tun? Also wenn ich aus der Wüste komme, habe ich 2 Monate lang nichts gegessen zum Beispiel. Dann würde ich alles dafür tun wahrscheinlich. Im Ruhrpott haben die Menschen eine ganz besondere Beziehung zur Currywurst, die mit Pommes hier liebevoll Manta-Platte oder Schimanski-Teller genannt wird. Ganz genau. Der Herbert weiß, was gut ist. Herbert Grönemeyer singt den Currywurst-Song 1982. Und wissen Sie, wo der entstanden ist? Hier! Im Pott in Bochum. Und zwar an einer Currywurstbude, wo man sagen würde, ja, da gibt's das Original, so muss sie im Ruhrpott schmecken. Und man verortet sie hier, im Bratwursthaus. Aber warum ist das denn so? Und was muss eine gute Currywurst können? Das kläre ich jetzt. Hier gibt's Currywurst mit Darm und ganz viel Bratfett. Verkäuferin Gabi Witte nimmt seit 2015 alle Currywünsche entgegen. So, was ist denn das Geheimnis der Currywurst hier? Na, die Wurst ist unser Geheimnis. Ist es nur die Wurst? Und die Soße natürlich. Was ist denn in der Soße drin, dass das so ein Riesengeheimnis ist? Alles. Viele Gewürze, super Gewürze. Alles, was dazugehört, junger Mann. Was kriegst du denn? 2,60 Euro, bitte. So, passend habe ich es nicht. Ach, das kriege ich hin, dankeschön. Aber wenn ich hier schon an der Quelle stehe, ne? Was ist denn der Ursprung? Würdest du sagen Berlin oder Ruhrpott von der Currywurst? Ruhrpott, warum? Natürlich. Ja, weil wir so was erfinden. So sehr die Bochumer ihre Currywurst lieben, wer sie wirklich als allererstes erfunden hat, bleibt wohl ein ewiges Geheimnis. Historisch belegt ist die Geschichte von Imbissbudenbesitzerin Hertha Heuwer aus Berlin-Charlottenburg. Sie hat 1949, wohl in einer kreativen Pause, in ihrem Imbiss die Kombination aus Bratwurst und Currysoße kreiert. Später meldete sie ein Patent auf ihre Soße Chillab an. Zutaten: Currypulver, Tomatenmark und Worcestershire-Soße.
Kann man doch nicht meckern, oder? Also gut gemacht. Ja, ne? Ich könnte heiraten. Mit Currywurst? Ist das schon das Verlobungsgeschenk? Ich würde ja ehrlich gesagt gerne mal gucken, wie du hier arbeitest. Ja, dann komm mal rein, dann zeige ich dir. Oh, die Einladung, die lasse ich mir aber nicht zweimal aussprechen. Gerne. Die nehme ich mit. Dann zeig mir doch jetzt mal ganz kurz noch mal, wie du die zubereitest. Weil ich will ja auch ein bisschen mitbekommen, wie viel Arbeit steckt in der Currywurst. Ja, wir machen dann immer den Ofen an und dann legen wir Würstchen drauf. Und wenn die schön braun sind, dann drehen wir die, so wie die hier vorne. Kann man die schön mit der Zange. Das hast du aber schon im Blut alles, ne? Da musst du gar nicht mehr so lange drauf achten. Genau, nö, das hat man drin. Schneidest du die eigentlich selber? Nein, oder? Mit der Maschine. Ah, hier mit dem Hexformaten. Okay, oben rein, glücklich sein. Genau. Ne? Darf ich das mal machen? Ja. Ich wollte ehrlich gesagt wahrscheinlich so ein Schälchen nehmen, ne? Ja, da musst du hier so ein kleines nehmen, wenn du nur eine Currywurst. So. Und die Zange. So, welche empfiehlst du mir denn? Nimm doch mal die, die ist doch schön. Hier? Ja, genau. Zack, runter. Dann einmal rein, Flup. Draufdrücken. Achtung. Und so ein bisschen festhalten. Siehst du? Damit die nicht abhaut. Das war's schon? Das war's. So, und dann kommt ja noch die Soße drauf. Und das ach, ja, stimmt. Ich hätte fast vergessen, wo ist die denn? Nach vorne, da nimmst du. Ja. Machst du das so viel mal Daumen? Oder? Nein, eine Kelle. Eine Kelle nur? Ja. Und dann einfach schön verteilen, damit das schön aussieht. So. So, zack. Und jetzt könntest du die verkaufen. 1952 unter dem Namen Dönninghaus gegründet, betreibt Besitzer Ronny Gottwald die Kultbude im Bochumer Bermuda-Dreieck. Wenn ihr jetzt nur Currywurst verkaufen würdet, ohne jetzt Pommes noch bei oder ob ihr noch irgendwie Pulled Pork und so weiter habt, also wirklich nur die reine Currywurst, könnte sich so ein Laden davon halten? Also wir speziell ja, weil wir ja wirklich seit 60 Jahren bekannt sind, nur für die Currywurst. Ob das jetzt an jeder Ecke funktionieren würde in der heutigen Zeit, würde ich jetzt erstmal bezweifeln. Gabi, wann hast du deine letzte Currywurst gegessen? Gestern. Gestern? Und wie häufig kommt das vor? Heute esse ich auch noch eine. Also jeden Tag eine? Ja. Macht schön. Dann probiere ich das auch mal. Das ist ja also schon ein relativ lukratives Geschäft dann auch eben, wenn man sagt, die Currywurst ist so ein Klassiker, auf den man sich auch verlassen kann. Wie viel verkauft ihr davon am Tag? Ja, es kommt immer drauf an. Ne? Jetzt in Corona sind die Anzahl der Besucher natürlich deutlich weniger geworden. Früher bei einem tollen Event, wenn hier Bochum total ist, hat man schon mal 1.000 Kunden an einem Tag gehabt. Dann gehen auch schon mal 1.000 Würstchen raus. Das ist natürlich mega dann. Ne? Ja. 2,60 kostet die bei euch, wenn ihr sie verkauft. Genau. Die große Frage ist, was verdient ihr denn letztlich daran? Ja, also 1,20 sind mittlerweile die Materialkosten. Das ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Schweinepreise haben sich erhöht, die Gewürze werden immer teurer. Die Umstellung von einfachen Pappschalen und einfachen Plastikpikern auf Bioschalen und sowas, das kostet das Elffache. Alleine so eine Schale, die sonst kaum was gekostet hatte. Und ja, Personal möchte natürlich auch noch was verdienen und wollen natürlich nicht nur einen Mindestlohn, sondern entsprechend vernünftig bezahlt werden, sodass man so insgesamt auf 2 Euro kommt, die man am Schluss irgendwo investiert in die ganze Geschichte. Okay, also im Prinzip 60 Cent bleiben dann, aber da gehen ja auch noch Steuern von ab. Ist also gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Nee, es funktioniert tatsächlich auch nur, wenn man wirklich die Masse hat. Ja, und alleine, was man in so einem Viertel an Pacht bezahlt, dafür müssen jeden Tag schon mal die ersten 100 Wurst alleine nur dafür über die Theke gehen, um die Pacht überhaupt wieder rein. Was zahlt ihr an Pacht? Also für die paar Meter hier zahlt man schon alleine 8.000 Euro im Monat nur alleine an Pacht, um überhaupt erstmal so einen Laden zu haben. Normalerweise, wenn viele Kunden da sind und man braucht halt Masse dafür, dann ist das absolut so, dass wir gesund davon leben können, dass wir unser Team vernünftig bezahlen können und dass man halt auch mal investieren kann. Wie zum Beispiel in einen Lieferdienst oder in einen Versand oder irgendetwas, wo man sagt, jetzt müssen wir auch mal Geld haben, um irgendwas neu zu machen oder etwas Neues zu entwickeln. So wie die abgepackte Currywurst für zu Hause. Die kostet 30 Cent mehr als im Imbiss. 2,90 Euro pro Schale. Doch was taugen die eingeschweißten Convenience-Würste und ihre Konkurrenten aus dem Kühlregal? Das wird Sven sich später genauer anschauen. Doch vorher geht's um die Kampfansage von Volkswagen. Keine Currywurst mehr in der Wolfsburger Hauptkantine. Diese Ankündigung rief Ex-Kanzler und Currywurst-Fan Gerhard Schröder auf den Plan. Vegetarische Ernährung sei okay, aber die Currywurst als Kraftriegel des Facharbeiters müsse gerettet werden. Schlusspointe in diesem medialen Currywurstkrieg: die Anzeige des ergrünten Wurstgiganten mit der Mühle für seine vegane Wurst. So eine öffentliche Aufmerksamkeit schafft nur die Currywurst.
Und auch wenn sie nach 28 Jahren erstmals nicht mehr das beliebteste Kantinenessen der Deutschen ist, bei der Aachener Polizei gibt's immer noch Currywurst, und zwar 5-mal die Woche. Ich bin mal gespannt, was sie hier machen, damit die Einsatzkräfte im besten Fall auch beste Leistung geben können. Irgendwas ist hier in der Soße, ich hab so ein Gefühl. Angelika Schönen ist hier die Herrin an der Essensausgabe. Die 62-Jährige betreibt im Polizeipräsidium ein unabhängiges Kantinenkonzept und hat ihre ganz eigene Currywurst-Rezeptur kreiert. Ihr bietet die Currywurst jeden Tag an? Jeden Tag. Wir haben täglich dieses Programm inklusive unserer Currywurst. Ohne das geht es gar nicht. Warum? Er möchte, was weiß ich, von 10 Personen mindestens 2 oder 3 eine Currywurst. Zwar nicht jeden Tag. Aber es ändert sich ja dann auch immer wieder. Ne? Freitags haben wir ein bisschen mehr Glück, da verkaufen wir ein paar mehr Currywürste. Warum denn am Freitag ausgerechnet? Weil wir da ja eben ein gesundes Wochenende vielleicht vor der Tür haben und der eine oder andere sich nicht ausbüchsen kann, um eine Currywurst zu essen. Aber da wird dann noch mal vorher gesündigt, bevor zu Hause dann wieder hier so Alibi das, gesund gegessen wird. So würde ich das mal sagen, ja. Warum ist die Currywurst denn so beliebt? Also ich frage mich das, die gibt es ja eigentlich in fast jeder Kantine und hier sogar jeden Tag. Die Currywurst an sich ist halt traditionell. Und wo die fehlt, da gibt es auch kein anderes gutes Essen. Die eine sagt, ich nehme heute eine Currywurst. Ja, nehme ich auch. Heute brauche ich mal eine Currywurst. Eine Currywurst ist einfach was Grundfestes, was Traditionelles und einfach was Bodenständiges. Ich habe zum Beispiel letzte Woche mal ein bisschen schärfer gemacht und schon war das Gespräch im Haus. Ist das wirklich so? Ja, das müssen wir probieren, komm. Ja, total gerne. Die Currywurst verbindet eben. Aber lässt sich mit ihr auch Geld verdienen? An guten Tagen bestellt hier immerhin jeder Dritte eine Currywurst. Das hier ist jetzt nach Machart der Thüringer Rostbratwurst. Okay. So, man gibt ja verschiedene Würste, man gibt dann so eine Brühwurst, was Gibus. Ich habe mich für die Thüringer entschieden, weil das die Leute am meisten mögen. Ich hole dir mal gerade eine Gabel, ja? Ja, total gerne. Eine Gabel und ein Messerchen. So, einmal für dich zum Probieren, Sven. Das ist nett. Vielen lieben Dank. Sag mal, wenn eine Currywurst bei dir verkauft wird, und sagen wir mal, das ist nur eins, du hast ja viele Gerichte von ganz gesund bis eben zum Imbissbereiche. Macht man die Currywurst drauf, auch wenn man vielleicht im schlimmsten Fall gar nicht so viel dran verdient, weil es so Gewohnheit ist, oder was würdest du sagen? Nee, einfach nur, wenn jetzt die Leute zum Beispiel in Gruppenessen kommen, zum Beispiel 3, 4 Leute haben Lust, in die Kantine zu gehen. Der eine möchte nur Salat, der andere möchte was Gesundes. Garantiert sind 2 dabei, die gerne Currywurst wollten. Würde ich die nicht anbieten oder nur an bestimmten Tagen, würde sich wahrscheinlich diese Gruppe auflösen und es wird gar keiner kommen. Mhm. Also es ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wie schmeckt? Ja, das freut mich. Ja, mich auch. Auch die Soße? Ja, ist schon köstlich, kann man sagen. Ja, dann freut's mich. Was verdient man denn an einer Currywurst? Naja, vielleicht so 20, 30 Cent. Ernsthaft? Was kostet die im Einkauf? Also 1 Euro. Viel hängen bleibt halt nicht. In der Aachener Polizeikantine kostet die normale Currywurst 3,50 Euro, mit Pommes 4 Euro. Neben dem Dauerbrenner gibt es ein immer größeres und vor allen Dingen auch gesünderes Angebot. Wenn ich mir deinen Platten hier angucke, du hast ja sehr viel Gesundes dabei. Und ich habe das Gefühl, dieser Trend geht ja wirklich immer mehr in Richtung Gesundheit. Das stimmt. Da ist die Currywurst ja jetzt, sagen wir mal, als Fastfood-Menü Nummer 1 auch nicht unbedingt. Ja, Fastfood, ich würde sie als Fastfood nicht bezeichnen. Also ich würde sie nicht mehr als Fastfood bezeichnen. Sondern? Normales Essen. Weil ich zum Beispiel investiere sehr viel Zeit in die Soße. Ich mache mir die Mühe, die richtige Wurst zu kaufen. Die Zubereitung ist für mich für eine Currywurst mit dieser Soße genauso, als wenn ich ein anderes Essen herrichte. Ich biete an von süß bis herzhaft. Ich biete gesund. Ich biete Currywurst, Imbiss, Pasta-Bar. Das ist wie so ein Schlemmerland, sag ich mal. Und da gehört die Currywurst als Wohlfühlfaktor natürlich dazu. Auch wenn einige Großkonzerne die Currywurst für gesündere Alternativen opfern, ist eine Mittagspause ohne den Kantinenklassiker für viele Angestellte nicht vorstellbar. Jetzt hat mir die Angelika ja eben gesagt, am Freitag wird hier besonders viel verkauft, weil am Wochenende wieder gesund gegessen wird. Ich könnte ja Currywurst immer essen, am liebsten auch mit Pommes. Die Frage ist halt nur, wissen die Leute wirklich, was in der Currywurst drin ist? Oder ist das wirklich nur so ein Seelenfutter, wo man auch sagt, blende ich mal aus, Hauptsache schmeckt mal. Und genau das will Sven jetzt herausfinden. Und zwar als Curry-Quizmaster. Es gibt so viele Fragen rund um die Currywurst, vor allem, weil wir sie ja kennen. Ist das denn wirklich so? Das wollen wir testen bei uns. Und damit herzlich willkommen im großen Currywurst-Quiz. Wollen Sie gegeneinander antreten? Sie können auch was gewinnen.
Ein spontanes Hallo, hallo zum großen Curry-Quiz. Wer als erstes mit der richtigen Antwort rauskommt, der hat gewonnen. Machen Sie ruhig. Ich stelle schon mal der Kollegin ein paar Fragen. Sie sind im Curry-Quiz, ohne es zu wissen. Aber jetzt herzlich willkommen. Wie viele Kalorien hat eine Currywurst mit Pommes im Schnitt? 450. Nein. 600 nochmal. 500. Ich sag 700. Also, 850. 835. 840. 842. Mal ein bisschen weniger. 500. 500? Warte mal, gibt es Einwände? Mehr als 500? Ja. Was denn? 700, Sie sagen 500? Mindestens 1500. Eieieiei, wir hätten uns fast in der Mitte getroffen. Es sind 825. 825, haben Sie gesagt? Ja, das ist richtig. Boah, Mensch, ist ja Wahnsinn. Was glauben Sie, kostet eine Currywurst im Schnitt? 3,50 Euro. Ich sag mehr als 2,50, 2,30. Weniger, dann. Ja, du hast weniger. Ich hab 3,50. 3,50. Dann sag ich. Sie spielen gegeneinander. Ja, ja. Sie sind günstig dabei. Sie auch noch. Aber 3,70 Euro kostet sie im Schnitt. Wie lang ist die längste Currywurst der Welt? Keine Ahnung. 90 Zentimeter. 90 Zentimeter? Es sind 320 Meter. Nee. Doch, wenn ich es doch sage. Wie schwer ist eine durchschnittliche Currywurst? 240. Sie spielen gar nicht mit, aber sind nah dran. Ja, guter 250 dann. 250, was sagen Sie? 270. Es wäre 120. Ach was. Ja, das ist fast ein diätisches Lebensmittel. Ne? Da darf man nicht vergessen. 825 Kalorien. Leider gehen sie noch leer aus. Aber wir haben ja noch die Masterfrage. Jetzt kommt's. Damit können Sie sich den Gewinn noch sichern. Wie nennt man den Klassiker? Currywurst und Pommes Rot-Weiß auch noch gerne. Hier, Schiene, ne? Oder? Also, denk mal stark nach. Das weiß ich gar nicht. Nee, Moment. Aber nochmal Curry durch die Ader fließen lassen, was ist es? Manta-Platte, ne? Das ist ja sensationell, das ist ja richtig. Manta-Platte, Schimanski-Teller. Ach so, ne? Manta-Platte ist trotzdem auch nur Currywurst Pommes Mayo. Ist es so? Kannst du aber auch, also Manta-Platte nehmen die meistens Currywurst Pommes Mayo Ketchup. Sie haben doch in meine Karten geguckt hier. Dann schreit doch noch nach Currywurst. Sie haben eine gewonnen. Ja. Ist das denn nicht sensationell? Wisst ihr, was Sie gewonnen haben? Ja. Was denn? Currywurst Pommes Mayo. Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Sensationell. So, wer möchte denn jetzt von Ihnen eine Currywurst? Ich finde, Sie haben so sympathisch mitgespielt. Wir haben tatsächlich gerade erst zum Mittag gegessen. Ach so. Ja, das war ja eine günstige Runde für uns. Hey. Vor rund 20 Jahren brachte der bekannte Wursthersteller Maika die Currywurst als Fertiggericht für zu Hause in die Supermärkte. Seitdem gibt es viele Nachahmer und auch Geflügel- und Veggie-Varianten. Aber ist das überhaupt noch echte Currywurst und was steckt im Fertiggericht? Das will Sven von Ernährungswissenschaftler Dr. Stefan Lück wissen. Wir sind ja jetzt hier im absoluten Voll-Convenience-Bereich. Das heißt, hier muss ja kein Mensch mehr irgendwas tun. Und das ist natürlich super spannend in der heutigen Zeit, denn wir als Gesellschaft wollen immer mehr diese Convenience-Produkte. Kochen? Nee, also kochen heißt heutzutage aufreißen, warm machen. Diese drei Fertig-Currywürste gehen ins Rennen. Die Supermarkt-Eigenmarke für 1,49 Euro, der Marktführer für 2,19 Euro und die To-Go-Currywurst aus Bochum für 2,90 Euro inklusive Außerhauszuschlag. Ich würde ja ganz gerne mal wissen, ob ich mit so einer günstigen vom Discounter echt gut sparen kann im Vergleich zu der hier. Die kostet nämlich jetzt 2,90 Euro und die 1,49 Euro. Okay. Kann ich mit der sparen? Sind von den Zutaten her die gleichen Sachen drin? Was würdest du sagen? Ja gut, müssen wir uns genauer anschauen. Ne? Also gib mir mal irgendeins, vielleicht das teure. Wir haben mal 60% Fleisch, also 60% Bratwurst. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Hier sind 55% Rostbratwurst umgerötet. Da sind wir hier eher schon bei der echten Bratwurst. Und wir haben auch vor allen Dingen hier 60% drin, das heißt 5% mehr. Und bei der Soße, da stelle ich jetzt bei dem Produkt hier fest, da ist Tomatenmark, Glukosesirup, also Zucker, Essig, Branntweinessig, das ist der günstigste Essig, den man eigentlich kaufen kann. Ja, der ist ja auch drin. Hm? Dann nochmal Zucker und jetzt kommt der Knaller, Aroma. Also ich brauche doch kein Aroma in der Soße. Ich nehme Gewürze, ich nehme Kräuter, ich nehme, ja, wir haben so tolle Gewürze, das ist auch wirklich nicht so wahnsinnig teuer, aber hier wird halt extrem gespart. Wenige natürliche Zutaten, viele künstliche Zusatzstoffe. Entsprechend lang sind die Zutatenlisten der Fertigprodukte. Also die Soße hier, die reden wir vom Wareneinsatz im Cent-Bereich. Also 3-4 Cent. Und dann wird es aber für 2,90 verkauft? Genau, kommt ein bisschen Verpackung dazu. Ja. Und dann alles andere ist natürlich dann Marketing und das war's. Der Marktführer, ja, der hat gar keine Rostbratwurst, sondern eine Bockwurst, ja, drin. Ganz ehrlich,
darf normalerweise nicht sein. Haben die aber gemacht, weil sie denken, Bratwurst, ja, hier habe ich eine Pökelwurst, eine gepökelte Wurst, hält sich noch länger. Ja, und dieses Pökelaroma ist noch mal so eine Attraktion für viele. Wir wollen diesen Schinken mit Pökelaroma, wir wollen Würste mit Pökelaroma. Ja, und das nutzt man heute noch aus. Aber das ist doch total ungesund. Also, ich würde mal sagen, die Pökelsalz ist nicht etwas, wo wir unsere Gesundheit mit streicheln können. Und vor allen Dingen, jetzt überlegen wir mal, 55% war jetzt Wurst drin. Das heißt, ja. 45% ist Soße. Damit kann ich richtig gutes Geld verdienen. Das sogenannte Pökelsalz-Natriumnitrit ist ein Konservierungsstoff, der bei erhöhtem Konsum gesundheitlich bedenklich ist. Wie viel Wurst steckt wirklich in den Verpackungen? Während Sven die teuerste und günstigste Currywurst in der Stichprobe aufwärmt, wäscht Stefan Lück die Soße von der Wurst. Guck mal hier, guck mal, zeig ihnen das mal. Da lacht ihnen dann sofort hier schon so ein Bröckchen entgegen und sie wissen gar nicht, was da drin ist. Das habe ich sonst auch nie so wahrgenommen. Da war ja auch immer Soße drauf. Okay, die ist fertig. Okay. Komm, ich gebe dir einen Teller, damit ich nicht verbrennst. Derweil habe ich jetzt hier schon mal gemessen, 113,5. Wie viel war da in der Verpackung drin? 220 Gramm. Also 113,5 mal 100 geteilt durch 220. Ups! 51,6. Und 55 haben sie versprochen. Der Verbraucher erwartet 55%. Und wenn ich ein schlauer Hersteller bin, mache ich 56 rein. Das ist fast so eine Wurstscheibe. Ja, finde ich jetzt nicht so toll. Schade. 3,4% weniger Wurst als versprochen. Der Hersteller verweist auf Nachfrage auf die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Denn die Fertigpackungsverordnung toleriert sogar Abweichungen bis zu 9%. Und wie schmeckt's? Das dürfte mir jetzt keine Imbissbude servieren. Es muss wirklich würzig schmecken. Das tut's hier nicht, es ist Ketchup. Ketchup mit einem Hauch von Curry. Das stimmt, die wirkt von der Außenhaut auch schon sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen schrumpelig, aber so. Ja, so Leder, Handtaschenleder. Ja, dann probier doch jetzt mal hier die. Das ist okay. Das ist okay. Die kann definitiv was besser als die andere, klar. Aber der Preis, das heißt, wir müssen das wirklich anders betrachten. Ich verknüpfe damit Emotionen, ich will das mal genießen, ich will das einfach mal haben und es einfach mal durch meinen Körper laufen lassen. Ja? Und da denke ich jetzt nicht über Gesundheit nach. Wenn man es aber jetzt mal von der Qualität betrachtet, und darum geht es ja hier, dann ist ganz klar, die, ich sag mal, Pseudo-Edelwurst, die kann mehr. Die ist besser. Aber der Preisunterschied, da hinkt's. Wie es gesund und günstig geht, zeigt Stefan Lück. Eine selbstgemachte Currywurst mit vielen frischen Zutaten. Von Aprikosen bis zum Zitronenabrieb für 90 Cent pro Portion. Fastfood für Faule. Es ist meilenweit entfernt von dem, was wir jetzt aus der Plastikschale geholt haben. Es ist leider auch meilenweit viel köstlicher. Aber wenn man sich das mal anschaut, das ist jetzt die günstigste Variante, 1,49 vom Discounter. Schon fix und fertig, kommt in Form schön Plastikschälchen. Die Variante, haben wir jetzt mal runtergerechnet, kostet 90 Cent selbstgemacht. Schmeckt 20 Mal mindestens besser. Trotzdem sage ich dir ganz ehrlich, nach einem langen Arbeitstag, ja, habe ich oft die Plastikschale in der Hand. Und es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Aber ich glaube, wenn demnächst mal wieder Freunde anstehen, ja, die sagen, komm, ich komme mal wieder vorbei, dann mache ich mir auch mal die Mühe und mache mal das Rezept. Aber ansonsten bin ich dann schon eher auch hier die faule Nuss mit der Plastikschale. Damit hat es die Currywurst seit 70 Jahren als deutscher Exportschlager in die Welt geschafft. Nur in der Curryheimat Indien ist die Wurst unbekannt. Nur eine von 5 kuriosen Geschichten rund um den Currywurstkult. Die Currywurst-Briefmarke, mit der die Deutsche Post die Erfindung 2011 würdigte. Auch unglaublich, Herbert Grönemeyer soll trotz seines Currywurst-Songs angeblich lieber Frikadellen essen. Die Kölner Tatortkommissare machten die Wurstbraterei zur Kultbude. Jetzt steht sie in einem Freilichtmuseum in der Eifel. Gabel oder Pika? Klare Sache. Mehr als 2/3 essen ihre Currywurst am liebsten stilecht mit dem Pika.
Aber bei Svens nächster Station gibt's echtes Besteck, Porzellanteller und Bedienung am Platz. Deutschlands erstes Currywurst-Restaurant geht sogar noch weiter. Hier gibt's Currywurst mit Blattgold und Champagner. Und wo anders sollte es diese Luxusvariante für 14 Euro geben als im schicken Düsseldorf? Wie ist das zustande gekommen jetzt mit dem Gold? Ja, wir hatten einen Gast, der brachte sein Blattgold immer mit, ein Designer, und wollte das immer da drauf haben. Und machte der wochenlang. Und da haben wir gesagt, hör mal, das machen wir jetzt mal so aus Jux. Und das kam so gut an, die Leute sind ganz verrückt geworden danach. Ist essbar, ist 18 Karat. Und es ist halt, um sich selber zu belohnen, guten Job gemacht, Freundin beglückt oder was auch immer. Lena, Lena. Hi. Wir hätten gerne das Gleiche. Einmal Champagner und Blattgold-Currywurst. 1999 gründete Jürgen Mauermann das Restaurant mit dem etwas anderen Konzept. Wir wollten das einfach kultivieren und sagen, komm, bei uns gibt es keine Spielautomaten, bei uns gibt es Service, gibt es Porzellanteller. Und das einfach mal ein bisschen anheben. Oh, herzlichen Dank. Und wie schmeckt die Currywurst mit Blattgold? Für den Geschmackstest hat Sven Fastfood-Junkie Daniel Hartnägel eingeladen. Der YouTuber testet seit 2016 fast täglich Fastfood-Neuheiten. Seine Videos wurden an die 10 Millionen Mal angeklickt. Hallo ihr Lieben, heute geht's um meine Lieblingswurst, die Currywurst. Oh mein Gott. Aber das ist doch schon so ein Eyecatcher, ne? Dankeschön. Da hängst du gleich schon mit dem Auge da drauf. Die riecht schon geil, echt. Wenn man es konkret mal nur an der Wurst riecht, das riecht wirklich lecker, wurstig, also... Es riecht wurstig. Ja, also wirklich lecker. So, boah. Ohne den gehe ich nicht raus, ne? Mein Silberpiks. Ich meine, wenn wir schon in Düsseldorf sind hier, dann aber aus dir echt. Das hat aber auch einen Grund, warum sie nicht klein geschnitten ist. Warum denn? Ja. Weil sie länger warm bleibt. Ah! Für 7,50 Euro gibt's die Currywurst samt 18 Karat Blattgold. 4,10 Euro mehr als die Variante ohne Edelmetall. Damit kostet das kleine Blättchen essbares Gold mehr als die Wurst. Ein Hingucker, der sich lohnt. Denn im Einkauf gibt's Blattgold ab 1,39 Euro. Nur Gag oder auch Geschmack? Die schmeckt auch ohne Soße. Das macht auch eine gute Currywurst aus. Du kannst sie theoretisch auch ohne Soße genießen, oder? Was hast du? Absolut. Also ich finde, also als Wurst selbst schmeckt sie schon, also man merkt, das ist eine Metzgerqualität. Ja, also ja, ohne Witz. Und freut mich, dass euch schmeckt. Currywurst hat eigentlich auch so ein bisschen auch Comeback verdient, weil es ist ja Low Carb, kann man sagen. Wenn man in die Soße noch weniger Zucker reinmacht, hast du ein Low Carb Gericht. Ich kümmere mich jetzt mal ums Gold. Also, ist schon so ein bisschen Überwindung. Also, ich habe noch nie so ein Edelmetall gegessen, aber vielleicht habe ich einen Goldzahn morgen. Hätte ich das jetzt blind verkostet, ich hätte gar nicht gemerkt, wenn ich da mal so einen Bachen im Mund habe. Ja. Wird das häufig angenommen oder ist es wirklich nur ein Gag? Es wird immer noch täglich bestellt und es ist für uns keine Mehrarbeit, in dem Sinne, da Blattgold draufzulegen. Deshalb machen wir den Gästen die Freude und machen Gold drauf. Irgendwelche Innereien werden besser, funktionieren besser, wenn man Gold isst. Das war schon bei den Ägyptern so. Interessant. Wir haben das wiederbelebt. Ja. Also ich habe Blattgold, ehrlich gesagt, nicht so erwartet. Ich dachte, da merkt man irgendwas, ob es kalt im Mund ist oder irgendwas, oder ein leichter Nachgeschmack, aber irgendwie gar nichts. Wäre das denn auch so ein Gericht, was man im Stadion jetzt bei Schalke oder bei Borussia anbieten könnte? Ja, klar. Mit Blattgold? Nein, nicht mit Blattgold. In Schalke sagt ja jeder, bist du bekloppt mit Blattgold, was soll das denn? Ja, es ist doch nur der Gag, Leute, konzentriert dich auf das Innenleben, nicht auf das Gold. Denn am Ende zählt der Geschmack. Und so ist die Currywurst trotz harter Konkurrenz und Veggie-Welle nicht klein zu kriegen. Auch wenn sie sich dafür immer wieder neu erfinden muss. Vom günstigen Fertiggericht bis zur teuren Blattgold-Variante gehört der kultige und kalorienreiche Mittagssnack für viele immer noch zu den beliebtesten Schnellgerichten. Mensch, es gibt so viel Fastfood auf dem Markt. Ne? Und dann kommt die kleine Currywurst und hält sich und steht gegen alle dann wirklich stramm und zeigt, wie es geht. Die ist und bleibt Kult. Und sie schmeckt ja auch. Aber wenn ich eines gemerkt habe bei dieser Reise, im Ruhrgebiet, da steckt eben auch eine ganze Menge Leidenschaft unter dieser kleinen Pelle und viel Herzblut. Da gehört es mit zur Tradition. Mal gucken, ob es zur Tradition gehört, dass Sie beim nächsten Mal mit dabei sind. Und ich setze da drauf, bei der nächsten Ausgabe von Ausgerechnet. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und Mahlzeit.